Oh, kommst du? Ja, danke. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das eine schlaue Idee war. Aber wir probieren es mal. So, in die Masse rein. Und drauf. Jawohl. So, zack, zack, zack. Oh, 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 oh. So, du darfst mal weitermachen. Du musst die Stange halten, mein Freund. Während ich hier im Geruckel mal was trinke. So, wunderbar. Und wenn du jetzt die Waffe ziehst, dann geht's sofort weiter. Und dann können wir hier noch uns durchschlachten durch die restlichen Massen. Oh. So, der nächste weg. Um dich ist es nicht schade. Nee, würde ich auch sagen, ne? So, warte mal, Rafgar. Erstmal, Rafgar vor allem. Rafgier. Erstmal werde ich jetzt eine Brotzeit einlegen. Die Gönömigen. Wie uns jetzt. Dann werde ich natürlich erstmal die Wollnashörner ausnehmen müssen. Das muss einfach. Bisons bestimmt, oder? Die Wollbisone. Die gefällt mir. Will ich noch ausnehmen natürlich. Und dann habe ich gerade noch im Augenwinkel gesehen, gibt es da noch jemanden, den wir doch unbedingt mal töten sollten. Nämlich den Säbelzahntiger. Ich habe ja eigentlich ein Herz für Katzen, gerade für Katzen. Aber dieser hier, der Säbelzahntiger, der ist jetzt dran. Zack, ins Gesicht. In your face. Boah, kommt er gleich mit einem Tatzenschlag an. Aber Rafgar kommt aus der in die Flanke und jetzt in den Arsch. Hau ihm in den Arsch oder auch nicht. So, mein Stück zurück. Ich will ihn sterben sehen. Zack. Und zack. Um dich ist es nicht schade. Und damit kriegen wir das Fell eines Säbelzahntigers. Das will Sibonarat bestimmt nicht haben, weil er das bestimmt schon hat in seinem Sortiment. Keine Ahnung, woher er den Säbelzahntiger hat. Den Säbelzieger. Mhm. Aber hey, Hauptsache Eiswolffälle und davon wollen wir natürlich gleich noch ein paar mehr uns holen. So, damit wir zumindest das erledigen können und sobald wir dann in der ersten Siedlung sind, was wahrscheinlicherweise, ja, der Wolfsclan sein wird, denke ich mal. Dich ist es nicht schade. Sollten wir dann dort auch einen Teleportstein kriegen und wenn wir den haben, würde ich sagen, teleportieren wir uns erstmal nach Lago und werden bei Sibonarat unsere Felle abgeben, damit wir dann dort einen Schiffsplan kriegen und den bei Hadlord in Silden abgeben können. Ist das nicht schön, diese Verzwickung? So, hier ist es. Hier ist das Grab. Ja. Aber dort werde ich keinen Fuß reinsetzen. Pippi. Oberhalb der Höhle gibt es eine Hütte. Dort werde ich erstmal bleiben. Heda ist ein guter Freund von mir. Ja, dann geh halt. Ist mir Wurst. Wer liegt in dem Grab? Einer. Ein großer Krieger meines Clans. Nicht zwei. Orks überfielen ihn aus dem Hinterhalt. Er hatte keine Chance, aber bevor er starb, nahm er 30 von den Bastarden mit in den Tod. Ja, der hat's drauf gehabt. Wann war dieser Ork-Überfall? Das ist lange her, aber Einars Taten werden bis zum heutigen Tag an den Lagerfeuern meines Clans gepriesen. Gibt es in Einars Grab Schätze? Es gibt Geschichten, aber niemand weiß, ob sie wahr sind. Was für Geschichten? Einige von uns glauben, dass sein Helm mit ihm beerdigt wurde. Oh yeah. Hört sich gut an. Ich weiß noch nicht mal, ob der Helm wirklich magisch ist. Keiner weiß es. Wenn du es rausfinden willst, musst du wohl selbst nachsehen. Keiner weiß es. So. Einer liegt im Grab, nicht zwei. Dann will ich auch bitte bloß einen als Gegner haben. Aber ich sehe schon, dabei bleibt es leider nicht. Ja, und keiner weiß es. Dann sollte ich keiner mal fragen. Oh nein, Bogenschützen. Bogenschützen! So, ja, locken wir die ganze Meute erstmal raus, jawohl. Ans Tageslicht. In der Nacht. Oder so. So, ja, wir gehen erstmal um die Ecke, das ist gut. Denn um die Ecke gibt es keine Pfeilhagel von irgendwelchen blöden Bogenschützen. Du hast da übrigens was im Kopf stecken, mein Freund. So. Oh ja, lass mich mal kurz. So, den mal kurz hier. Da können wir nämlich erstmal die Bogenschützen ausschalten.
So, ich höre schon, Radka hat sich's gerade überlegt, das ging ihm dann doch gegen die Ehre wahrscheinlich. Oh, aber... Nein. Das ist gar nicht gut, Nein. Das war schlecht. Schade. Man konnte es mal probieren. So, dann würde ich sagen, wir sollten ganz, ganz schnell uns den ersten Gegner suchen, damit Rathgar mit da bleibt. Gespeichert haben sollte ich, hoffe ich. Dürfte ich, müsste ich, könnte ich, eventuell, vielleicht. Naja, schauen wir mal. Doch werde ich schon. Ich gehe doch nicht in so ein Grab rein, wo ich weiß, dass Untote kommen und speichere nicht vorher. Oder? So. Wie sieht's aus? Nein, natürlich habe ich gespeichert. So. Gegner. Oh. Flüssig laufen. So. Erster Schlag getan und jetzt schnell weg. Wow. Kommt mal. Ja, na eben, wir können die uns doch auch so, etappenweise holen. Das ist doch auch eine Variante. Das habe ich doch sonst auch immer so schön hingekriegt. Warum bin ich da gerade eben nicht schon drauf gekommen? Hier, schaut euch mal an, wie schön das geht. Ja, wie schön das geht, wie ich am Boden liegen kann, wenn ich gegen zwei kämpfe. Ja. Ach, ist das nicht traurig. So. Die nächsten, bitte. Kommt mal an hier. Vielleicht nicht alle auf einmal, aber so ein paar. So ein paar und nicht gleich alle auf einmal. Ach, was soll's. Einmal durchgeschnetzelt, das passt schon. Nö. So, ich sehe nichts übrigens, ne? Also, ihr seht auch nicht mehr als ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich klicke einfach mal drauf los. Wir werden schon was treffen. Das ist ja sowieso die der Grundsatz hier in diesem Spiel. Klicke drauf los, du wirst schon jemanden töten. Ob es dann der richtige ist, wirst du sehen. Oh, da ist ja noch einer. Gar nicht bemerkt. Verzeihung, dass ich dich vergessen habe, mein Freund. Soll nicht wieder vorkommen. So, und darauf erstmal ein Stück Fleisch. Verzeihung. Ach ja. Nein. Scheiße. Ich wollte doch F5 und nicht 5 drücken. Ach, das Leben ist so hart. Jetzt habe ich den Heiltrag verschwendet. Ach, und mir krabbelt die Nase. Verdammte Birke. Es ist Pollenzeit. Man merkt es. So. Die nächsten, bitte. Oh, ich glaube, es ist nicht so gut, einfach reinzustürmen. So. So, ja, das ist gut, wenn das Skelett hier die Pfeile wegfängt. Dann habe ich das Problem nicht an der Backe. So, erstmal, ja, mach deinen Stich, genau. Setz deinen Stich. Oh, es läuft wieder flüssiger, das ist aber schön. So, magst du den noch töten? Ja. So, wenn wir jetzt den uns jetzt noch holen, dann dürfte es ja schon bald gegessen sein, hier zumindest in diesem, bis zu diesem Zwischenabschnitt. So, erstmal hier abgesichert. Ah, das war Mist. Ich wollte gerade sagen, sicher vor den Pfeilen von dem Kerl, damit er in den Nahkampf gehen muss, aber ich sehe schon, da bin ich auch nicht besser dran. So. Komm mal rum, ich regeneriere dabei mal ein bisschen Ausdauer. Vielleicht komme ich aber auch rum, ist okay. Mach dir bloß keine Mühe. Ach, warum sollte auch mal einer mir entgegenkommen? Was erwarte ich denn auch von der Welt? Nee. So, hätten wir das. Und speichern nicht vergessen. Und das Handtuch nicht vergessen.
So. Spiel gespeichert und weiter. Wie viele kommen denn da? So. Ja, die da hinten wollten sich's gerade überlegen und gehen, aber nein! Wir müssen ja unbedingt sofort wieder kämpfen gegen einen. So, ich möchte gern was sehen. Danke. So. Tötest du den noch? Sehr schön. Und den nächsten? So, drei, ja, das ist kein Problem mehr. Das können wir locker, ohne getroffen zu werden. Das war ja auch eine Nullnummer. Ach, einmal ins Leere geschlagen. Super. So. Erstmal den, der ist sowieso schon fast hinüber. Jetzt noch du, mein Freund. Hör doch auf, dich zu wehren. Du hast sowieso keine Chance. Sag ich doch. Ach, gut, dass wir so viele Heiltränke haben. Ich glaube, ich muss dann erstmal irgendwoher wieder welche beziehen. Vom Dealer meiner Wahl. Vom Dealer meines Vertrauens. Und hinten habe ich schon den einen gesehen. Da stand schon einer. So, du weg. Und du weg. So, der eine kann aber erstmal stehen bleiben. Das ist schon in Ordnung. Den holen wir uns dann am Schluss. Dreh dich mal um, genau. Erstmal den hier. Und dann können wir uns dem Schildmann widmen. Vielleicht nehmen wir aber auch erst den Schildmann. Es ist mir egal. Aber jedenfalls sterbt einfach. Egal in welcher Reihenfolge. Siehst du, da kommst du jetzt doch zuerst dran. Hast Erfolg mit deiner Drängelei oder auch nicht. So. Und ich bräuchte einen Trank. Das wäre vielleicht ganz ratsam, denn wir sehen nicht mehr so gut aus. Wir laufen schon auf der hinterletzten Rille. Ach, scheiße, 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 scheiße. Ich gehe mal einen Meter. Ich gehe mit meinen Skeletten und meine Skelette mit mir. Sie kleben an mir wie Kletten. Und kämpf doch mal, Mensch. Oder töte doch mal. So. Weg mit dir. Oh, ich sollte vielleicht erstmal auf die Bogenschützen gehen. Oder ich verstecke mich einfach hier, dann kommen sie von alleine. Hoffe ich. Hoffe ich. Wenigstens treffen sie mich nicht. Ja, genau. Jetzt habe ich dich doch, mein Freund. Jetzt hab ich dich doch. Du entkommst mir nicht. Da bist du ja. Ja. Ich krieg dich noch. So. Skelett weg. Nun den Freund hier. Und dann müsste ja schon wirklich ziemlich viel leer sein drüben bei einer. Der dürfte ja wirklich kaum noch Leute haben eigentlich. So. Oh, das kriegen wir mit Brotzeit hin. So viel ist es nicht, was wir da auffüllen müssen. So, und wenn wir einer haben, dann bringen wir noch kurz den Ahnenstein. Ne, Quatsch, dann gehe ich noch kurz oben vorbei, wenn wir den Ahnenstein wieder draufgesetzt haben. Und dann mache ich auch Feierabend, denn mir tränen die Augen übelst. Allergie und so, ne? Birke. So, jetzt ist es Zeit. It's time to duel. Now. With the meat buck. Nein, natürlich mit einer. So. Ist interessant. Einer ist der einzige hier, der kein Skelett ist, sondern ein Zombie. Aber ein gut gerüsteter Zombie, muss ich mal so feststellen. Das muss man ihm zugute halten. So, aber im Gegensatz zu ihm sind die anderen einfach mal ein ganzes Stück schneller. So. Erst den hier. Einer kann warten, einer darf der Letzte sein. Erstmal machen wir dieses Skelett. Nicht einer, Skelett. Genau. Und jetzt ist einer dran. Oder haben wir noch einen? Nee, sieht nicht danach aus. Komm zu mir. Ich werde dich vernichten. Zernichten werde ich dich. So. Drauf. 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 Drauf.
Kann sich nur noch um Stunden handeln. Und mit einem epischen Drehschlag haben wir ihn vernichtet. So, eigentlich wollte ich den Rundschild haben, genau. Dankeschön. Und einer trägt einen Helm, aber ich glaube, das ist einfach nur... Obwohl, diesen Helm trug einer bei seinem Kampf gegen die Orks, ne? Da müssen wir gleich mal schauen. Einers Helm. Auch das Breitschwert nehmen wir mit. Es könnte natürlich sein, dass der Helm besser ist, als der, den wir jetzt tragen, obwohl er genau gleich aussieht. Oh ja, der ist ein ganzes Stück besser. Dann würde ich sagen, setzen wir uns den nochmal auf. Auch wenn wir hier keinen Unterschied sehen. So, und jetzt müssen wir natürlich erstmal... Wir müssen die... Ach, verdammt. Ernsthaft ist das denn dein Ernst? Wir brauchen einen Dietrich. Das ist aber scheiße. Ich habe keine Dietriche mehr, wie es scheint. Dann müssen wir eben doch nicht die Truhen öffnen. Dann müssen wir jetzt nur schauen, was wir denn hier eigentlich tun müssen. Nämlich diesen Runensockel mit einer Rune befüllen. Aber ich befürchte, wir haben gar keine Rune, oder? Hat die nicht der Typ da, der Rathgar? Auf dem Stein steht, hier ruht einer. Darunter ist eine Öffnung. Dort könnte man was reinstecken. No shit. Einers Grab als neues Quest. Jetzt müssen wir ernsthaft hochlatschen, um uns den Stein zu holen, um dann wieder runter zu latschen und den Stein einzusetzen. Da bist du doch verrückt, oder? Naja, was soll's. Wir laufen ja sowieso zu wenig in dem Spiel. Unser Held hat schon so viel Speck angesetzt. Dann gucken wir mal.